So, wieder hallo, jetzt kommt zurück zu einer neuen Ausgabe von Need for Speed Payback. Hier mit den Drift-Boss, mit den Jungs von Noise Bomb, ja, die letztes Mal anscheinend wieder zurückgekommen sind aus Pro Street. Und der Aki Kimura, der möchte auch zeigen, dass er es immer noch drauf hat und hat uns ein paar Challenges gestellt. Und die haben wir auch gemerkt, sind durchaus herausfordernd, weil natürlich unser 350Z jetzt leistungstechnisch, naja, mit einem Standardstufe von 207 jetzt noch nicht wirklich das Biest ist, was er sein könnte. Aber trotzdem sind wir ganz gut durchgekommen und heute geht es mit dem Rennen 3 von 4 weiter. Das vierte dürfte dann schon das Bossrennen sein. Da fährt man natürlich kein direktes Rennen gegen ihn, sondern gegen seinen Punktestand, weil direkte Driftduelle gibt es ja nicht. Das hat man ja seit dem 2015er Teil dann jetzt rausgeschmissen, weil das ja beim letzten Teil so unglaublich gut funktioniert. Und da hat man sich, glaube ich, entschieden, scheiß drauf, dann lassen wir es besser, weil die Leute sind sicher nur abgefuckt, wenn ihnen jemand nonstop in die Karre driftet. Dementsprechend gibt es nur noch Driften für sich alleine, ist aber nicht verkehrt. Und da kann man jetzt einen schönen Flow entwickeln. Und wir fahren zum nächsten Event. Ja, für das wir auf jeden Fall auch total untermotorisiert sind. Mit 250er Leistung nichts. Wir fahren mit 207 rum. Das ist halt echt. Also, unsere Karre ist halt einfach echt sau zu schwach. Na gut. Bricht den Driftrekord von Noise Bomb im Stargazers Run. Fahr in diesem mehrteiliges Event. Okay. Hoch zum Officer Turvey und wieder nach unten. Während du gleichzeitig Drift zeigst, die sogar den Driftkönig höchstpersönlich beeindrucken. Oh, okay. Das sind auf jeden Fall direkt zwei Läufe hintereinander. Also, wir fahren einmal. Warte, fahren wir einmal runter und einmal hoch. Warte, welche Richtung fahren wir denn? Wir fahren einmal hoch und dann fahren wir nach unten. Sehr, sehr geil, da habe ich Bock drauf, weil die Strecke zum Observatory, kann ich schon mal so viel sagen, die ist unglaublich geil. Ja, weil es eine sehr, sehr schöne kurvenreiche Strecke ist und ja, die ist eigentlich regelrecht gebaut dafür, gedriftet zu werden. Und ja, da würde ich mal sagen, wenn der King uns einlädt, da sagen wir doch auf keinen Fall nein. Da werden wir doch erstmal hinballern und dem Ganzen einen schönen Besuch abstatten, wie sich das gehört. Bin ich mal gespannt. Ja, das Runterfahren sollte uns besser liegen, da können wir mit der Leistung ein bisschen besser entgegenkommen, da brauchen wir nicht so viel Dampf. Das Hochfahren, da bräuchten wir halt Dampf, deswegen, ich bin mal gespannt, wie unser 350Z da so ganz gut mithält, aber wir geben unser Bestes. Und ja, wir haben auch im letzten Rennen gezeigt, dass wir nicht unbedingt Leistung brauchen, um dort mithalten zu können. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass es diesmal wieder der Fall ist, dass ich einfach durch ein bisschen fahrerischen Skill das Ganze ausgleichen kann. Klar, ein bisschen mehr Leistung wäre nicht schlecht. In manchen Fällen nervt mich das schon hart, weil wir einfach mal so Kurven nicht Slalom fahren können, weil dadurch können sie ja nochmal ein paar Punkte sammeln, weil wir durch das Slalomfahren so unfassbar viel Geschwindigkeit verlieren und die einfach nicht wieder aufbauen können, weil uns die Leistung fehlt. Oh, hier ist ein Bait-Crit in der Nähe. Ich nenne es immer noch so englisch. Problem ist, heißt ja Köderkiste, aber ich nenne die Sachen immer noch englischen Begriffen. Die Sache ist halt einfach der Grund, dass ich halt einfach von, Ja, da ist noch ein Coin. Die Bait-Crit nehmen wir mal ein anderes Mal mit. Die könnten wir theoretisch mitnehmen kurz, ne? Komm, wisst ihr was? Die nehmen wir mit. Wir probieren es mal mit dem 350Z vor den Kopf zu flüchten. Was wollte ich gerade sagen? Ich nenne die halt immer noch englischen Begriffen, weil ich ja seit Anfang des Spiels mit dem Entwickler zu tun habe. Und ja, die leider englischsprachig sind. Dementsprechend jeden Begriff in diesem Kackspiel kenne ich auf Englisch. Den Deutschen brennt sich bei mir auch nicht ein, aber ich finde Bait-Crit klingt auch irgendwie cooler als Köderkiste. So, falsche Richtung. Wir müssen da hoch. Komm, rum! Check den Booty, komm schon. So, ich bin mal gespannt, wie viel der 350Z sich so in der Verfolgungsjagd mit der Polizei schlägt. Das könnte durchaus lustig werden. Oh, okay. Da wäre zum Beispiel, da wäre höchstwahrscheinlich der Rennstart gewesen, würde ich behaupten. Weil da standen so ein paar Leute, die auf uns gewartet haben. Die müssen jetzt mal kurz ein bisschen länger warten. Ich habe da kurz mal was wegzubringen. Ach, oh, stimmt, es gibt ja auch nochmal eine wunderschöne... Boah. Pusht euch bitte mal... Alter! Yo, halt! Ja, ist klar! Wo seid ihr gerade? Die sind alle gerade runtergestürzt, dank deren KI. Geil. Das bekommt ja auch, gibt ja auch dafür wieder eine Speedcard. Dementsprechend ist ja gar nicht so schlecht, dass wir das machen mit dem 350Z, weil wir brauchen Leistung. Die Breakquests machen immer wieder Laune. Also wenn man die immer findet, immer schön mitnehmen. Weil ich vorhin gesagt, mit den Cops in dem Spiel wirklich gut. Und wirklich schön umgesetzt. Auch wenn es jetzt gerade mal ein schönes Paradebeispiel war, wie wir uns alle wie die Lemminge von der Klippe gestürzt haben. Ich wollte ja gerade noch umdrehen, aber wurde ich ja runtergeschubst. Verstech. Oh, den haben wir den Tod gestürzt. Ja gut, da... Nein. 350Z nicht festhaken. Was ist das denn? Komm schon. Ey, da hake ich mich an der Kleidplanke ein. Das gibt's ja gar nicht. Kusch dich. Nicht optimale Wagen für sowas. Wow. Und schon wieder resettet. Alter, wie oft ich hier gerade von der Klippe geschubst werde, ist ja der Wahnsinn. Nicht zurückkommen. Bitte ausweichen. Oh Gott. Hilfe, guten Tag. Oh, ich glaube, das werden wir mit dem 350Z nicht schaffen. Ne, wir haben noch 8 Sekunden. Das wird leider nichts. Ich könnte Kopf ausschalten. Das würde theoretisch schaffen, dass wir wieder Zeit drauf bekommen, aber das wird nicht reichen. Nee, schade.
Okay, erstmal eine Bad Crit jetzt nicht. Wir haben schon mal eine Bad Crit nicht geschafft, glaube ich. Wir haben schon mal eine Bad Crit nicht geschafft. Ja, jetzt liegt es halt einfach daran, dass wir extrem viele Fehler hatten und sehr viele Unfälle, sagen wir mal so. Also wir sind ja sehr oft. So, fahren wir mal die Strecke wieder zurück. Die dürfen wir gleich hochdriften, wieder runterdriften. Dann fahren wir sie gleich nochmal diese Strecke hier. Ihr seht, die ist ziemlich geil zum Driften. Das Problem war gerade einfach, dass ich gerade zu oft runtergefallen bin, was immer wieder Zeit gekostet hat. Und mit einem Runner sind die halt einfacher zu lösen, weil du mit dem ja die Kopfs besser rammen kannst. Und für Kopframmen und Zerstören gibt es ja Boni. Da gibt es ja Zeitbonus. Und ja, den kriegen wir leider mit dem Drifter nicht. Das ist der Knackpunkt, wo es gerade ein bisschen dran hapert. Aber na gut, können wir mit leben. Dann nehmen wir die nächste mal wieder mit. Und wir holen ja jetzt auch als nächstes Auto, holen wir ja für Jess einen neuen. Und dann sind wir sowieso mit dem Runner erstmal unterwegs. Und vielleicht finden wir ja da wieder eine Bait Crate. Die sind ja immer per Zufall platziert in der Welt. Und wenn dann wieder mal eine dabei ist, dann können wir damit auf jeden Fall mal richtig austeilen. Den Kopf mal zeigen, was eine Hake ist. So. Ein bisschen wurden wir nicht geschnappt. Es war zumindest die Zeit, die abgelaufen ist, nicht, und nicht, dass wir gefasst worden sind. Das geht jetzt noch ein bisschen mit meiner Ehre überein, aber schön ist trotzdem nicht. Na gut. So, haben wir das schon mal wieder einen Stern mitgenommen. Und ja, wie ich es richtig geahnt habe, hier ist der Start vom Stargazers Run. So, mal ab geht's. Sechsarmeen ohne Unterbrechung lasse ich mal weg. Das ist mir zu viel drauf achten, weil dann fahre ich wieder scheiß zusammen. Willkommen beim legendären Stargazers Run. Zeig uns, was du drauf hast. Oh, schön Neon an, so muss das. So, und hoch das Teil. Berg runter, wie gesagt, wäre es einfach auf jeden Fall für uns, dann werden wir leichter durchkommen. Das Berghochfahren wird mir überhaupt nicht liegen, weil ich ganz viel Probleme haben werde, diesen Multiplikator oben zu halten. Weil uns hier einfach die Leistung fehlt. Wir haben genug Kanal, also theoretisch müssen wir ein bisschen was hinbekommen. Kontrollier ihn. So, schön viele Punkte immer mitnehmen, wo es nur geht. Ja, bisschen zu viel gecuttet. Ja, nicht verkehrt, wir haben oben sehr viele enge Kurven, da können wir nochmal gut driften. Ja, schön durchziehen und rumwechseln, andere Richtung. Sehr, sehr gut. Da haben wir schon 250.000. Das könnte in die richtige Richtung gehen. Das ist jetzt hier oben nicht so sehr verkackt. Müssen wir hier oben ein bisschen natürlich aufpassen. Ist ein bisschen enger das Ganze. Ja, sehr schön. Ah nein, Walltap, der war nicht gut. Gucken, ob wir es ihn leisten dürfen. Ja, aber es wird reichen, es wird von den Punkten reichen. Weil hier oben brauchen wir diesen Leistungsvorteil nicht. Hier können wir die engen Kurven trotzdem driften. Das ist optimal für unsere Leistung. Ja, sehr, sehr gut. Bam, Junge. Ja, geht doch. Go hier. Im ersten Lauf. Bin mal gespannt, was sie bergab von mir an Punkten wollen. Das werden mehr sein. Das wird auf jeden Fall mehr sein. Die Strecke fahren wir jetzt gleich nochmal zurück. Okay, das wird lustig. Habe ich Bock drauf. Das ist eine sehr, sehr geile Driftstrecke. Wie gesagt, zum Observatorium, das ist mit der geilsten Driftstrecken hier im Spiel. Die machen unglaublich viel Laune. Fahren sich unglaublich geil. Es ist wieder besser, aber es killt mir wieder das Nitro. Das ist das Problem. Ich brauche wieder was mit Nitro-Bonus, weil das Nitro will ich haben. Den Nitro brauche ich. So, komm, das können wir mal mit eingehen. Das kriegen wir irgendwie hin. Ne, lassen wir es mal nebenher einfach laufen. Sind wenn nur 59 Ausgaben. So. Runter, brauchen wir jetzt? Ah, ähnlich viele Punkte. Okay, ich habe das Gefühl, es dürfte aber. Ja, Problem ist, dass die Geschwindigkeit zu kontrollieren ist bergauf einfacher als bergunter. Aber schauen wir mal. Ah, angeeckt, shit. Ja, hier habe ich oben gerade mehr Punkte geholt. Aber wie gesagt, ich glaube, bergab sind wir mit dem 350Z besser aufgestellt. Ah, ich fahre gerade echt nicht schön. Nee, die Kurven, die ich fahre, ist nicht hübsch. Komm schon. Ja, zu früh eingelenkt. Okay, hier oben haben wir richtig viele Punkte liegen lassen. War nicht gut. Mal gucken, dass wir hier bergab auf jeden Fall aufräumen. So verbindet man Drift, Baby.
heiß. Komm schon, komm schon, komm schon. Bergab kann ich nämlich das hier machen, dieses Slalom-Gefahren. Das geht bergauf nicht, weil ich da die Leistung zu hatten. Ich hab dementsprechend, da kann ich dann auf dem Graden nochmal ein paar Punkte sammeln, was ja echt nicht verkehrt ist. Mann, bin ich gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das Event werden wir nicht in der Zeit abschließen, die das Spiel gerne von uns hätte. Und die Punkte schaffen wir auch nicht. Wir schaffen die Punkte echt nicht, krass. Wir werden die Punkte nicht schaffen. Ich hab gedacht, wir kriegen das einfacher hin, aber bergunter ist doch echt trickier. Mir fehlen echt gut Punkte. Die werde ich jetzt hier nicht schaffen. Bleib weiter dran, Mac. Das ist nicht Stil, Baby. Ach, Mist. Oh, ich hätte den Multiplikator nicht wegwerfen dürfen. Hätte ich den nicht weggeworfen, hätte es geklappt. Ah, 5000 Punkte. Hätte ich den Multiplikator nicht weggeworfen, hätte es geklappt. Der Vierfach-Multiplikator hat mir gerade echt noch den Arsch gerettet fast. Ah, hätte ich die World Tap nicht gehabt. Ah, hätte ich die Wand nicht berührt, hätte ich es geschafft. Scheiße. Oh Mann. Ja, okay, es ist locker schaffbar. Das ist gar nicht mal so schwer. Warum war das zweite Event so schwer im Verhältnis? Also das zweite Event fand ich deutlich schwerer. Scheiß mal auf die Zeit jetzt. Aber ja, hätte ich den World Tap unten nicht gehabt, wir hätten den vierfachen Multiplikator. Ohne Probleme wäre das dann fertig gegangen. Okay. Hochzukommen war einfach. Na gut. Ist es deutlich spannend. Versuche Nummer 2, das kriegen wir hin. Das ist nicht zu schwer, das ist nicht zu schwer. Den Outlock-Gegner schlage ich damit auch locker flockig. Ja, gut, das geht also auch hier oben ein wenig lockerer von der Hand. Sehr schön, hier. Aber ich kriege halt nicht genug Leistung gerade irgendwie drauf. Aber gut, hier, jetzt kommen wir in den Flow, jetzt kommen wir in den Flow. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Boah. Okay, cool, hier, wir haben schon mehr als das doppelte Punkte an Punkten hier oben mitgenommen. 80.000 Punkte hier in dem Abschnitt oben ist schon mal nicht verkehrt, damit können wir schon mal gut arbeiten. So, schöne Kurvenkombination, dadurch einen Vierfach-Multiplikator hochhalten. Eine Kurve, 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 ja, sehr gut. Läuft doch viel besser als gerade. Viel besserer One. Wir können viel auf den Vierfach-Multiplikator rausholen. Und der bringt natürlich einfach so viel mehr Punkte, das ist der Wahnsinn. Der Vierfach-Multiplikator ist wirklich meiste das Wichtige zum Erfolg, den muss man einfach haben, um wirklich diese Rennen holen zu können, zu gewinnen. Eben so oft wie möglich den oben mal hochbekommen. Ja, guck mal hier, locker flockig holen wir das jetzt. Das holen wir jetzt locker flockig, entspannt, Junge. So, easy. Wow, schön Punkt in der letzten Kurve. Ja, was können. Na bitte. So, bam, Junge. Easy. Das ging gut. Geht doch. Ja, wie gesagt, der World Cup am Ende, der hat es mit dem ersten One versaut. Dann hätten wir es locker hinbekommen direkt schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, mal gucken, ob wir den Drift King damit jetzt überzeugen konnten, dass er mal seine Punkte gegen uns raushaut. Weil, ja, mal hier jemand vom Thron stoßen. Triebe 6 Minitro-Bonus. Guck mal an. Ja, guck mal an. Verliere ich zwar Geschwindigkeit, aber den Rest behalte ich. Dementsprechend passt das. Ist sogar ein bisschen besser. Okay, das können wir diesmal einbauen. Deswegen habe ich jetzt mal Nitro-Bonus weiterhin. Oh, es kommt jetzt. Mal gucken, wer da ist. Ich muss sagen, du hast den Stargazers Run beherrscht. Das erregt Aufmerksamkeit, auch online. Wirklich? Cool. Die Leute wissen außerdem von deiner Performance bei Shiftlock. Wie es aussieht, wirst du zu einer örtlichen Drift-Legende. Ich war schon immer eine Legende. Fortune Valley hinkt einfach hinterher. Verstehe. Nun, jetzt wartet mein Rekord auf dich. Wir sehen uns beim Silver Canyon All-Star. Ist damit alles gesagt? Lass mich auf die Strecke! Da wollen wir doch mal. Was schön, dass die so ein bisschen mehr Story haben, die Jungs Oh, wir haben eine Basslieferung bekommen von... Mein Gott, jetzt habe ich den Namen von den Jungs vergessen, das ist ja der Wahnsinn. Hey Mac, wie läuft's mit Noise Bomb? Fantastisch. Danke. Dank mir hat ihr Stream mehr Aufrufe als je zuvor. Es geht hier nicht um Aufrufe, Mac. Wir wollen in den Outlaws Rush, also bleibt konzentriert. Mann, Tyne! Genau dafür bin ich doch nach Amerika gekommen. Lass es mich einfach genießen, ja? Okay, Mac. Zeig ihnen, was du kannst, Superstar. Du kriegst auch ein kostenloses Autogramm.
Siehst du, deswegen mag ich Max so ein bisschen mehr als Tyler, weil Max so ein bisschen der durchgedrehte Bescheuerte ist im Kopf, ne? Einfach komplett, einfach, ey, lass mich mal machen, ey, wir ziehen das Ding durch, wir haben Spaß dabei, auch wenn wir in den Autoschuss reingehen, haben wir Spaß. Ja, und Tyler sieht das immer manchmal ein bisschen zu nüchtern, ne? Ich bin eher so Mac. Ich bin der weiße Mac. So sehe ich mich. Ich bin der weiße Mac. So von der Einstellung her haut das ganz gut hin, würde ich behaupten. Und, ja, wir sollen jetzt den Rekord schlagen. Ich bin schon eine Legende. Die hängen nur einfach hinterher. Ja, so kann man das auch sehen. Ist vollkommen legitim. Gut, wir machen aber erstmal kurz noch eine Lieferung auf, bevor wir dann von Aki Kimura den Rekord schlagen. Was gibt's diesmal Schönes? Gucken wir mal. Ja, warum auch endlich ein Luftfahrwerk freischalten? Wäre ja auch kompletter Quatsch. So, nebenbei leistungstechnisch war ich bei diesem Rennen komplett untermotorisiert und ich habe es trotzdem geschafft, ne? Jetzt sind aber beide Events sogar freigeschaltet. Du kannst also beide auch einzeln fahren, was sehr sexy ist. So, wir haben hier oben das letzte Event. Aki Kimura, der Drift King. Drift 280, Alter, schaffen wir trotzdem. Aki Kimura hat deine Herausforderung angenommen. Beweise ihm, dass du der ultimative Driftkünstler bist, indem du seinen Rekord im Silver Canyon All-Star One brichst. Lang lebe der König. Ja, wollen wir nochmal sagen? Ich komme und werde deinen Rekord immer sowas von zerschmettern. Erst recht mit dem Wagen, der massivst langsamer ist, muss man überlegen, ne? Wir haben ja noch nicht mal ansatzweise 280 an Leistungsindex. Also wir sind ja meilenweit davon entfernt. Wenn ich das dennoch gewinne, wäre das natürlich schon ziemlich badass, muss man sagen. Also, wenn ich das dennoch gewinne, dann wäre das schon ziemlich geil. Hey Mac, ich habe eine Frage. Ja? Vor dem Königsegg-Job wolltest du doch den Mustang deines Dads in die Staaten fliegen lassen. In dem Wagen habe ich fahren gelernt. Ein Kirschroter 65. Ja, die Story kennen wir schon. Deswegen unterbreche ich das jetzt gerade mal ein bisschen. So, da ist es doch schon, das Event. Was ist aus ihm geworden? Mein Dad musste ihn versetzen, nachdem die. Alter, wir sind 70 Punkte drunter, ne? Ja, gespannt. Ja, 1000 Meter, ne, das kannst du mal knicken, aber. 70 Punkte drunter, wenn wir es trotzdem noch gewinnen, ne, wäre das schon ziemlich geil. Muss ich jetzt mal wirklich einfach mal so sagen. Vergiss es, Mac. Du hast keine Chance, meinen Rekord im Silver Canyon All-Star zu brechen. Das wird sich zeigen. Ja, dann wollen wir dem nochmal zeigen. 750.000 Punkte auf 5 Kilometer. Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich aber mal alles rausholen, was ich kann. Jetzt muss ich alles rausholen, was ich drauf hab. Boah, krass, wie ehrlich er das sieht. Ja, ich stank da mal ab, ne? Macht ja keinen Sinn, wenn du so gut bist. Komm schon, 350Z. So gefällt mir das. Hier haben wir jetzt halt zu wenig Leistung für die Kurven hier. Die müsste ich eigentlich auch alle driften. Wurde gerade weggeworfen, das war ungünstig. Den hätte ich behalten müssen, ganz dringend. Oh Gott, komm schon. Ich glaube, wir werden Leistungstuning brauchen, weil wir leider berghoch driften. Das ist echt immer ein bisschen kritisch mit dem Sie. Komm im Arsch rum, los. Naja, so viel Zeit haben wir leider nicht mehr, Mac. Boah, die Kurven hier müsste ich alle querfahren, aber da kommt der nicht mit dem Arsch. Jetzt haben wir leider eine Gerade, das ist ungünstig. So kannst du den Drift King nicht schlagen. Wir hätten jetzt schon die Hälfte der Punkte haben müssen, locker. Minimum. Aber haben wir nicht. Das wird relativ tricky. Also der Drift King hat auf jeden Fall eine gut hohe Punktzahl vorgelegt. 57.000 Punkte ist schon eine Nummer. Das machst du nicht mal kurz so. Seht ihr das? Was ist nur heute mit mir los? Was für eine Enttäuschung. Ja. Ich will das mit der Leistung schaffen. Das wäre super geil, wenn man das mit der Leistung hinbekommt. Dankeschön, Dankeschön, das hört man auch gerne, aber ich werde es trotzdem nicht hinbekommen. Das werden wir nochmal einen zweiten Try geben müssen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall machbar mit dem Z. Es wird zwar sauschwer, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ne, leider im ersten Try schaffen wir es nicht. Okay, leider nicht. Wow, Mac, ernsthaft? 194.000 Punkte ist schon ein Nummerunterschied, aber wir sind auch recht, wir sind leistungstechnisch schon echt unterste Kanone für dieses Event eigentlich, ne?
Na gut, weiterer Try. Probieren wir es mal. Ich will das schaffen. Ich will das schaffen mit den 210, mit 210 Punkten. Das ist nämlich machbar, glaube ich. Am Berg habe ich ein bisschen Probleme, weil ich einige Kurvenkombinationen natürlich mit mehr Leistung einfach kombinieren könnte. Das geht nicht, weil ich einfach nicht aus dem Quark käme, wenn ich die Quer stelle. Das wird sich zeigen. So, komm schon, Seth. Komm schon, Baby, komm schon. Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. So, ein bisschen Konzentration, dann geht das. Die Kurve hier, ne? Ich krieg die nicht gedriftet, weil wir einfach keine Leistung in dem Moment haben. Das ist richtig scheiße. Das ist nur der Anfang. Lass hier am Anfang viel zu viele Punkte liegen, weil ich die Kurven nicht kombinieren kann. Und das ist natürlich unglaublich scheiße. Wenn du einfach keine Ketten ziehen kannst. Das ist nicht so gut. Ich muss den Winkel halten. Komm schon, Seth, komm aus dem Quark. Bisschen Bums hier hinterher. Weißt du, ich hab dich durchschaut, Mac. Ach, sag bloß. Deine Großspurigkeit ist doch nichts als Show. Du bist ein Künstler, wie ich. Van Gogh, Baby! Van Gogh. Das wird unser neuer Spitzname, glaube ich. Van Gogh. Okay, ich schaff das. Ach, komm schon rum. Nee, ich glaube, wir müssen echt mehr Leistung reinpumpen. Es wird nichts, Alter. Ich krieg die Karre wie träge wir um die Kurven hier rutschen. Okay, wisst ihr was, wir probieren? Ich gehe mal kurz zum Tune-Up-Shop, weil das ist gerade echt qualvoll. Das ist nicht, es macht keinen Spaß, so zu fahren. Das ist nämlich das Hauptproblem, was ich gerade ein bisschen mit habe. Ich würde das gerne mit der Leistung schaffen, aber es ist echt ekelhaft. Also du kommst einfach nicht aus dem Quark. Du fährst die Kurven hoch und hängst da. Das ist halt, du willst so viele Kurven, ich würde so gerne so viel verketten und da kannst du einfach nicht, weil du die Leistung nicht auf die Kette kriegst. Das ist halt schon scheiße, das nervt. Deswegen gucken wir mal, das ist Turbo vielleicht mal. Wir haben ein paar Karten wieder übrig, deswegen gucken wir mal kurz. Weil ich will das schön flowhaft durchdriften, aber es geht mit der Leistung nicht. Das nervt ein bisschen. Ich will keine Sprungboni, das bringt doch keiner Sau was. Ja, komm weg damit, nochmal Turbo. Ich will keine Sprungboni, ist scheiße. Brauche ich nicht, ich will Nitroboni oder irgendwas. Bremsen ist auch kacke, aber... Oh, Stufe 9 Teil, okay, ist super. Aber an sich ist das Teil besser, sehr gut. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir noch so rumfliegen? Theoretisch, gut, unser Steuergerät-Teil ist natürlich schon geil, weil es auf Beschleunigung nie und Nitro hat, ne? Wir können unser Getriebepart theoretisch mal gucken, ob wir da vielleicht noch was rauskitzeln. Aktuell haben wir sogar, ne, wir haben Bonus auf PS und auf Bremsen, weil wir von Nextech drei Teile haben, aber das ist mir nicht so wichtig. Nitro ist nämlich das, worum es hier geht, Junge. Aber das Part ist nicht, ja, ist ein bisschen besser. Jetzt haben wir dreimal Chidori, okay. Wir können theoretisch versuchen, das Steuergerät noch auf einen anderen Hersteller zu bringen, dass wir vielleicht da auch noch einen weiteren doppelt haben. Gucken wir mal kurz. Obwohl wir bei dem halt schon sau viele Boni haben, ne? Das muss halt echt sau gutes Teil sein, damit es das besser wird. Aber wieder auf Bremse, Alter. Ich brauche diese Bremsenparts nicht. Das killt mir mega das Nitro. Sprung ist super, ja gut. Sprung bringt mir aber nichts. Komm, wir machen noch einmal Steuergerät, gucken wir mal, was wir noch was rauskitzeln. Bisschen Leistung brauche ich, ey. Das ist das Problem. Ich brauche ein bisschen Leistung. Okay, hör auf mit den Kacksprungparts. Ich brauche die nicht. Nitro-Kapazität sinkt halt massiv, aber der Rest steigt, ne? Ja, komm, nehmen wir es mit. Wo haben wir jetzt Teile, die wir mal austauschen können? Das kann weg. Da können wir nämlich gleich nochmal einfach eins drehen, weil wir haben nämlich jetzt ein paar Parts übrig. Dann darf ich das mal, glaube ich. Ja, da können wir nämlich gleich nochmal einfach mal schön drehen. Dann drehen wir theoretisch entweder Getriebe oder Kopf. Oder Auspuff, weil Auspuff ist da auch nicht so geil, nur die Sprungboni. Jetzt wir drehen nochmal Auspuff, da hätte einen Sprungboni drauf, der bringt mir nicht so viel. Gucken wir mal, ob wir da nochmal vielleicht ein bisschen was rauskitzeln können. Und gib mir einen geilen Boni, gib mir einen geilen Boni. Ja, dieser scheiß Bremsenboni, Alter! Aber Stufe 10 Teil zumindest. Ja, aber zumindest schon mal ein bisschen mehr Bums. Das ist schon mal nicht verkehrt. Haben wir schon mal ein bisschen Bums, das ist schon mal nicht verkehrt. Komm, einmal drehen wir noch Getriebe und dann ist... Ah, nicht Getriebe, meinte ich. Doch, Getriebe war richtig, ne? Ich glaube, Getriebe war das Richtige. Dann ist auch gut, dann probieren wir es nochmal. Mehr Leistung werden wir jetzt nicht so spontan rauskriegen aus dem. Tempobonus, okay. Nitro und Tempobonus. Beschleunigung killt mir das ein bisschen.
Aber an sich ist das gar nicht mal so verkehrt, das Teil. Komm, nehmen wir das noch mit. So, jetzt können wir die anderen übrigen Teile mal ganz kurz wieder kicken, die wir noch übrig haben, damit wir die auch nicht vergessen, wegzuschmeißen. Und dann würde ich sagen, ja, wagen wir uns nochmal gegen den Drift King. Ein weiteres Mal. Gucken wir mal, dass wir uns da nochmal gegenstellen. Das möchte ich diese Folge auf jeden Fall schaffen. Ich möchte auf jeden Fall den Drift King heute besiegen. Da fehlt es halt ein bisschen an Bums, ne? Das ist das Hauptproblem. Theoretisch könnten wir ein anderes Auto nehmen, aber ich will es mit dem 350Z machen, weil ich einfach den 350Z cool finde. Und klar, wir könnten eine Corvette nehmen oder sonst ein Gewährleistung technisch, ich denke mal, auf jeden Fall auf dem Niveau, dass wir das locker schaffen könnten. Obwohl, so unser Sieg geht schon. Oh, da geht schon mal ein bisschen mehr. Doch, doch, der kommt aus dem, der hat gesehen, aus den Kurven ein bisschen besser raus. Ah, gut, gucken wir mal. Gucken wir, ob das den kleinen Unterschied macht, den wir jetzt brauchten. Ich bin gespannt. Ab geht's. Wollen wir den Drift King nochmal das Driften zeigen? Vergiss es, Mac. Du hast keine Chance, meinen Rekord im Silver Canyon All-Star zu brechen. Das wird sich zeigen. So, komm schon, Baby. Komm schon, komm schon. Dann wollen wir doch mal. Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. Ja, doch, da ist ein bisschen mehr Kasala jetzt hinten. Da haben wir ein bisschen mehr Krawall anliegen. So viel ist sicher. Ganz ehrlich, ich sollte einfach abdampfen. Ja, ich kann jetzt hier ein paar Kurven ein bisschen besser kombinieren. Ja, gut, die kann ich jetzt auch halten, komplett. Und durchziehen, und durchziehen, und durchziehen, und durchziehen, und durchziehen. So, jetzt hier hört es leider auf. Jetzt verliere ich hier leider wieder einen Drift. Und hier kriegst du leider doch wieder nicht hin. Okay, es läuft schon mal ein bisschen besser. Wir kriegen schon mal ein bisschen. Ah, jetzt kommt er wieder nicht im Arsch. Komm schon! Der Underground-Tower verhält übrigens große Stücke auf dich. Seid ihr befreundet? Du wirkst nicht gerade wie der politische Typ. Kunst ist immer politisch. Ja, stimmt. Kunst wird auch gerne von der Politik eingegrenzt, je nachdem. Und los geht's. So, komm schon. Scheiße. Ah, scheiße, Multiplikator verloren. Nochmal gegen den Mann, Kacke. Ja, ungünstige Fehler hier. Fehler, die ich mir vor allem nicht leisten kann. Das ist das Problem. Ah, wart noch ab, komm schon. Ja, genau das ist Kunst. Das war ein Meisterwerk. Nein, ich hab Jana nicht gedriftet. Boah, das hat jetzt Punkte gekostet. Scheiße. Was ist denn heute mit mir los? Boah, ich krieg's nicht hin, komm schon. Aber wir kriegen schon mal ein paar mehr Punkte zusammen auf jeden Fall. Komm schon, Seth. Mach Papa glücklich, bitte. Komm im Arsch, komm schon. Sieh zu und lerne, Aki. Oh, ich sehe zu. Das wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Das wird leider wieder nicht reichen. Boah, aber haben wir nochmal gut Punkte geholt am Ende. 115, ja okay, wir kommen ran. Es geht schon mal in die richtige Richtung. Es ist fordernd, Alter, puh. Der Junge hat schon gut Punkte aufgestellt, scheiße. Aber der letzte Drift war jetzt schon echt nicht verkehrt, das waren 150.000er. Der war schon echt gut, aber na gut, komm, kriegen wir hin. Ich will's hinbekommen. Ich hab, also das trifft man einfach Bock und es ist zwar sau fordernd und wirklich auch auf schwer. Schwer, ist wirklich schwer, weil du kannst auf Mittel sind weniger Punkte, die du machen musst, dementsprechend. Aber es macht trotzdem unglaublich Laune. Das Recht, weil du diese Herausforderung hast und du auch weißt, dass sie schaffbar ist. Und du auch von Lauf zu Lauf immer wieder merkst, wo du nochmal Sachen verbessern konntest. Da ging der Arsch wieder nicht, ich krieg's Kotzen. Komm schon rum. Die Kurven konnte ich jetzt nicht schön kombinieren. Scheiße.
Mann, er kommt manchmal einfach zu wenig rum mit dem Body. Komm schon, mehr mit dem Arsch. Ah, Multiplikator weggeworfen. Okay, Neustart. Hab ich den Multiplikator weggeworfen. Sobald das passiert, kannst du eigentlich neu starten. Ich kann mir nirgendwo leisten, die 3er-Multiplikatoren wegzuwerfen. Das funktioniert nicht. Boah. Ist recht, weil ich so motiviert, nachdem ich seinen scheiß Run da mit dem Observatorium so locker einfach zerstört habe. Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. Und dann kommt das jetzt hier und der Bums fliegt einfach so hart von hinten, der Drift King. Ohne mal ein bisschen nett zu fragen, ob ich darüber Bock drauf habe. Yeah, wer ist jetzt der Drift King? Oh Mann ey, dass er manchmal mich im Arsch kommt, ist nervig. Ah, Modifikator weggeworfen, mal wieder an der Stelle, wo es nicht okay ist, weil ich hier Punkte brauche. Nichts perfekt. Alter, jetzt kommen aus dem... Oh, Gottes Namen, ich krieg die Karre manchmal nicht rum. Boah, das fuckt mich jetzt ab, dass es nicht klappt. Du hast keine Chance, meinen Rekord im Silver Canyon All-Star zu brechen. Das wird sich zeigen. Komm schon. Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. So, mal volle Konzentration jetzt. Und eure Hoheit, was sagt ihr? Ganz ehrlich, ich sollte einfach abdanken. Komm schon. Wow. Hier im Arsch, wie immer. Ich krieg halt hier unten keinen Vierer-Multiplikator, weil ich einfach zu langsam zum Driften bin. Das ist das Problem. Komm, wir müssen ihn noch einmal zum Offroad fahren bringen. Oh, und wieder eine Harnadel versaut. Scheiße. Ach, komm. Der Fehler ist kein Platz. Hier ist das Problem. Oh, mit Digga da weggeworfen. Doch, das Thema für Fehler ist kein Platz. Puh. Nein, der Multiplikator weggeworfen. Ach Mann, ey, ich kann das nicht gebrauchen, dass er wegfliegt. Was ist nur heute mit mir los? Was für eine Enttäuschung. Reiß dich zusammen, Mac. Komm schon. Das war so knapp, ne? 16.000 Punkte. Ah! Das wurde zum Ende so gut. Kein Scheiß, der Run war zum Ende so gut. Wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es.
Aber es macht Laune, ey. Kein Scheiß, ich mach das jetzt, ich starte nicht jedes Mal neu und denke mir so, oh, nicht schon wieder driften. So, ich denke mir, wenn ich jedes Mal neu starte, ja, schon wieder driften. Also, ich denke mir das halt wirklich, weil es halt einfach Laune macht. Du hast keine Chance, meinen Rekord im Silver Canyon Wir schaffen das. 16.000 Punkte. Das wird sich zeigen. Komm. Wir kommen jetzt in den Flow rein. Wir schaffen das. Komm schon. Komm schon. Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. Komm schon, 350. Wir, du und ich. Yeah! Wer ist jetzt der Drift King? Oh, ich kann die Kurven hier nicht kombinieren. Was ist das denn jetzt gerade hier? Komm schon wieder. Schön die Kurvenkombination auf kombinieren, auf jeden Fall so sehr es geht. Die Karre irgendwie quer halten. So gefällt mir das. Und weiter Punkte zu sammeln. Das Rechnen mit dem Multiplikator können das die wichtigen Punkte sein, die man am Ende noch braucht. Künstler bin. Ach komm schon, komm im Arsch, komm schon. Stopp. Ich fahre nicht Offroad. Ach komm schon, das macht Spaß. Perfekt. Okay, ich schaff das. Nein, die Multiplikator wieder an der Stelle weggeworfen, wo es nicht okay ist. Mal wieder. So eine Stelle wie sonst auch immer. So. Zurück, Mac. So kannst du den Drift King nicht schlagen. Nein! Oh, hat nicht gedriftet. Ungünstig. Sieh zu und lerne, Aki. Oh, ich sehe du. Und er geht wieder mit dem Arsch nicht rum. Es ist manchmal echt schlimm, dass er nicht lockt. Ich mache auch manchmal im Heck einfach mal ein bisschen Quergang. Dann würden wir es locker flockig schaffen. Aber manchmal blockiert er so ganz komisch. Und dann kriege ich ihn nicht in die Richtung geworfen, wo ich ihn gerade hin bräuchte. Beeindruckend. Oh, das werden wir wieder nicht schaffen. Das werden wir wieder nicht schaffen, ey. Scheiße. Nee, das wird wieder nicht reichen. Kacke. Diesmal habe ich zu wenig Punkte gesammelt, auf jeden Fall. Deutlich sogar. Ich bin jetzt... Ah, oh Mann, ey, das gibt's ja nicht. Boah, das ist schon eine Nummer, ey. Du hast keine Chance, meinen Rekord im Silber. Das ist schon eine Nummer hier. Das wird sich zeigen. Komm schon, Seth, komm schon. Wir waren so nah dran. Ich bin dich von Platz 1, Drift King. Wir waren schon so nah dran. Yeah, wer ist jetzt der Drift King? Das ist nur der Anfang. Ah, kommt nicht im Arsch, komm schon rum. Also, Aki, wenn ich ein Künstler bin, Offroad stehe. Stopp! Ich fahre nicht Offroad. Ach komm schon, das macht Spaß! Ja, genau das ist gut. Ja, komm schon, hochhalten das Teil. Das war ein Meisterwerk. Komm schon rum im Arsch, Mensch! Kleine Zicke hier. Warum war ich überhaupt besorgt? Du wirst meinen Rekord niemals sprechen. Ich hab noch jede Menge Zeit, eure Hoheit. Bleib weiter dran, Mac. Ich muss die Karte diesmal hier nicht wegwerfen, vielleicht. Und eure Hoheit, was sagt ihr? Ganz ehrlich, ich sollte einfach abdampfen. Oh, ich fahr in der Scheiß zusammen, nicht gut. Du kannst du den Drifting nicht schlagen.
Was für eine Enttäuschung. Komm schon, sie, bitte enttäusch mich nicht. Tanz mit mir, komm schon. Aber so ein bisschen, aber das regt mich voll auf. Boah, der Junge macht mich fertig, ne? Der Junge macht mich echt fertig mit den Nerven. Scheiße, noch eins. Komm schon, es kann doch nicht so schwer sein, ihn zu besiegen. Es fehlen mir ja nicht mehr so viele Punkte am Ende. Das nervt mich jetzt gerade. Vergiss es, Mac. Du hast keine Chance, meinen Rekord im Silver Canyon All-Star zu brechen. Das wird sich zeigen. Du wirst es, ey. Ich nehme mich noch auseinander, Junge. Komm schon, komm schon, komm schon. Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. Das war ein Meisterwerk. Ich muss den Winkel halten. Komm, 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 komm. Ich muss überall quer fahren, wo es nur geht. Seid ihr befreundet? Du wirkst nicht gerade wie der politische Typ. Kunst ist immer politisch. Sieh zu und lerne, Aki. Oh, ich sehe zu. Und eure Hoheit, was sagt ihr? Ganz ehrlich, ich sollte einfach abdanken. Ich bin gut, wie er seine Meinung gerade innerhalb von Sekunden wechseln kann. Also ich sollte abdenken. Ach, warum bin ich eigentlich besorgt? Alles gut. Komm, mit dem Arsch manchmal, dass er manchmal irgendwie nicht rumkommt, nervt mich hart. Deine Großspurigkeit ist doch nicht das Show. Du bist ein Künstler, wie ich. Fuck off, Baby! Du liegst zurück, Max. So kannst du den Drifting nicht schlagen. Komm schon, komm schon, komm schon! Wundervoll! Einfach wundervoll! Was ist nur heute mit mir los? Was für eine Enttäuschung! Ach komm, was ist denn jetzt los hier? Jetzt krieg ich gerade keine Punkte mehr auf der Reihe. Scheiße hier. Alter, warum geht er jetzt nicht mehr im Arsch rum? Ich ging jetzt gerade gar nicht mehr quer. Alter, hallo. Oh, ist schon wieder durch. Ey, nur weil er am Ende wieder nicht einlenken will. Ich raste aus. Oh. Weil wenn du zu lange die Bremse antippst, nützt die Bremse ja, um den Arsch rumzukommen. Wenn du zu lange bremst, dann bremst der halt auch wirklich. Und der Übergang zwischen leicht antippen und komplett die Karre zum Stehen bringen, ist nicht allzu weit. Das ist das Problem. Und du verlierst, wenn du zu lange drückst, halt schnell Geschwindigkeit. Dementsprechend muss ich da mal ein bisschen vorsichtiger sein, weil ihr habt es gerade gesehen, weil sie sind halt einfach komplett blockiert. Und mich dann gar nichts mehr machen lässt. Was ja ziemlich kacke ist, weil das ist nicht so optimal. Okay, jetzt mach ich ernst. Kontrollier ihn. Yeah, wer ist jetzt der Drift King? Und los geht's. Ah, läuft doch schon mal gar nicht so verkehrt, der Versuch jetzt gerade. Seid ihr befreundet? Du wirkst nicht gerade wie der politische Typ. Kunst ist immer politisch. Komm schon, Baby. Warum war ich überhaupt besorgt? Du
Guck mal, wir haben schon über 3000 Punkte. Die hatten wir vorhin erst mal hier oben. Ich werde genau diesmal... Hallo, komm im Arsch. Okay, läuft schon mal ganz gut. Komm schon, komm schon, komm schon, Baby, komm schon. Das war unfassbar. Ich hab doch gesagt, ich krieg die Scheiße hin. Ich hab doch gesagt, ich krieg die Scheiße hin mit dem 350Z. Junge, Junge, es wird hier aufgeräumt. Oh, endlich, Bitch. Bam, Junge, geht doch. Hat zwar 54 Minuten jetzt gedauert, die ganze Aktion, aber hey. Endlich, aber wenn man es dann geschafft hat, diese Genugtuung. Ach, ist das schön. Geil. Ah, schön, schön, schön. Dafür ein gutes Steuergerät, aber es glaubt nicht besser, als das, was wir drin haben. Obwohl, doch, es ist echt gut. Krass, das ist sogar echt gut. Nee, das nehmen wir auf jeden Fall. Rein damit. Questreihe abgeschlossen. Neues Bomb besiegt. M4 GTS haben wir frei. Nice. Das ist schon mal schick. M5. Ui, das wäre natürlich für Jazz wäre natürlich optimal, wenn man den jetzt wiederholen, weil den hatte sie am Anfang ja. AMG GT, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, ein paar schicke Fahrzeuge, die wir jetzt freischalten langsam. Und eine neue Basislieferung. Du hast es geschafft, Mac. Meine Krone gehört dir. Üb einfach weiter, Aki. Vielleicht schlägst du mich ja dann eines Tages. Schließ dich Neuschwamm an. Lass uns durchs Land touren und gemeinsam Kunst erschaffen. Das wäre fantastisch, Mann. Aber ich hab schon eine Crew. Natürlich. Ich hab von eurem Kampf gehört. Neuschwamm wird da sein, wenn ihr uns braucht. Richtig fett, dass sie wieder zurück sind. Zieh ich meinen Hut, dass sie wieder dabei sein dürfen. Geil. Du Bastard. Du erzielst jede Menge Klicks. Hash Papi. Es heißt Hash Tiger. Wieso hast du mehr Follower als ich? Ich werde Tag und Nacht trainieren, Mac. Und eines Tages schlage ich dich. Ich kann's kaum erwarten, Arschpapi. Als ob er uns besiegen wird, niedlich. Das ist ja gar keine Herausforderung für uns, der Typ, auf keinen Fall. Aber hey, wir haben es endlich geschafft. Und das mit unserem 350, obwohl wir nicht so viel Leistung haben. Aber die Genugtuung ist so gut, es tut so gut, es endlich geschafft zu haben. Ach, sehr schön, sehr, sehr schön. Aber geil, dass Neuschwamm wieder zurückgekommen ist, muss ich sagen. Feiere ich sehr hart, dass sie die nochmal wieder reingebracht haben. Bin mal gespannt, ob noch andere Crews auch irgendwann ihren Weg zurückfinden werden. Und ja, wir haben noch eine schöne Lieferung, die machen wir zum Ende der Folge allein nur als Genugtuung noch auf. Komm schon. Alia Nitro, okay, wir haben immer noch keinen weiteren Neon oder so bekommen, schade, aber ich bin damit auf jeden Fall raus. Ich hoffe, euch hat die Folge dennoch ein bisschen Spaß gemacht und nächste Folge kaufen wir für Jess ein neues Auto und gehen wieder auf Scheunensuche, das oder Wracksuche, das ist zumindest mein Ziel für nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn ja, lasst gerne einen Daumen oben da und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Need for Speed Payback wieder. Bis dann, tschö, tschö.